bin ich ein bisschen schwierig mit dem Licht. Schönen guten Abend, mein Name ist Herbert Schalldorf, ich moderiere hier bei Hamburg 1 Fernsehen die ein oder andere Sendung, in der Regel mit Hamburg-Bezug, in der Regel mit Politikbezug, für das ein oder andere Interview. Und meine erste Sendung, die ich im August 1995, ja, ist schon ein bisschen her, machte, die handelte über St. Georg. Das ist wirklich kein Witz. Die handelte damals, ich weiß nicht mehr genau den Titel, der war relativ reißerisch, irgendwie was mit Drogenfuhl St. Georg. Also das Thema ist vor 19 Jahren von mir behandelt worden. Heute ist es hier in St. Georg immer noch aktuell. Wir haben Folgendes vor. Wir wollen hier ein bisschen miteinander sprechen über das Thema der Einladung. Ohne Legalisierung geht es nicht. Wir haben uns da keine feste Zeit vorgenommen, gucken mal, wie es läuft. Und dann habe ich schon jetzt eine große Bitte an Sie. Wir wollen Sie hier nicht zu den Konsumenten von irgendwelchen schlauen Reden und Beiträgen machen, sondern wir möchten natürlich total gerne, dass Sie sich an dieser Diskussion beteiligen. Ich vermute mal, dass viele von Ihnen aus dem Bereich der in Anführungsstrichen Drogenarbeit kommen, also sehr, sehr viele Fachleute hier im Publikum sitzen, umso wichtiger ist, und das ist halt nämlich immer nicht die Formulierung, dann können Sie dann auch nochmal Fragen stellen. Das finde ich dann immer so ein bisschen albern angesichts eines fachkundigen Publikums, sondern können Sie Ihre Diskussionsbeiträge, Ihre Korrekturen, Ihre Vorschläge und so weiter in diese Debatte einbringen. Ende also offen, wir werden das nicht überstrapazieren, denn anschließend habe ich mir sagen lassen, und bei der Gelegenheit möchte ich mich, ich weiß gar nicht, wo er sitzt, bei Rainer Schmidt bedanken, dass er sich an mich erinnert hat. Wir kennen uns ja lange Zeit und ich das hier heute Abend moderieren darf. Also vielen Dank, Rainer. Ja, fangen wir an mit der Vorstellung der Gäste, Maximilian Plennert. Sie haben sich eben quasi über die Spots schon selbst vorgestellt, sprechen hier unter anderem dann auch heute für den Deutschen Hanfverband. Ohne Legalisierung geht es nicht. Woran liegt es eigentlich aus Ihrer Sicht, und das hat auch ein bisschen was dann mit den Spots zu tun, woran liegt es eigentlich aus Ihrer Sicht, dass wenn nicht in Fachkreisen über Legalisierung gesprochen wird, so ist auf jeden Fall mein Eindruck, ausschließlich oder fast ausschließlich über die Legalisierung von Marihuana-Produkten oder von Marihuana gesprochen wird, alles darüber hinaus erscheint mir für vielen des Otto-Normalverbürgers fast unvorstellbar, dass man sowas überhaupt fordern kann. Das mögen Sie als Fachleute wahrscheinlich alles anders sehen. Aber alle assoziieren damit in erster Linie die Legalisierung von Cannabis. Woran liegt das? Liegt das an der Arbeit, die bisher geleistet worden ist? Liegt das an der Beschränktheit der Leute, die einfach nicht kapieren, worum es geht? Was denken Sie? Ja, das liegt, denke ich, einmal daran, weil das das Einzige ist, wirklich, was sich die Leute überhaupt vorstellen können. Es ist das Einzige, was weltweit teilweise praktiziert wird, also wo wir ein bisschen Abweichungen haben in der Politik. Also wir haben die Niederlande, wir haben jetzt mehr und mehr US-Staaten, die legalisiert haben. Und ich denke, die wenigen Menschen, die, also Drogenpolitik an sich ist schon mal ein ziemliches Nischenthema, und diejenigen, die dann wirklich über Cannabis hinausgehen. Ist das wirklich ein Nischenthema noch? Das ist ein absolutes Nischenthema. Also wenn man sich auch anschaut, also beispielsweise wenn man sich Bundesdrogenbeauftragte anschaut, also wer da mitunter da auf Pöstchen gesetzt wird, wie wenig die Politik sich rechtfertigen muss für die Missstände, die es ja offensichtlich gibt, wie wenig die Medien auch wirklich nachbohren, das ist ein ziemliches Problem. Und diejenigen, die mehr fordern als eine Cannabis-Legalisierung, machen das meistens dann doch eher ziemlich abstrakt oder leise. Weil oder in engen Fachzirkeln. In engen Fachzirkeln ist das Thema mitunter eh schon durch, also da ist das überhaupt gar keine Frage. Also die meisten, die Ökonomen beispielsweise, für die ist vollkommen klar, dass das mit dem Schwarzmarkt nicht funktionieren kann und völliger Wahnsinn ist. Aber man wagt sich dann selten raus. Und Politiker, die dann sagen, ich könnte mir vorstellen, dann auch mal was anderes zu legalisieren, ja gut, die werden dann so schnell nicht mehr gewählt und bekommen auch meistens intern gut an. Du warst zur Eingangsfrage, Dr. Klaus Behrendt ist Chefarzt an der Asklepios-Klinik in Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Wenn man so ein bisschen googelt und guckt und über dieses Thema versucht, was zu lesen, dann findet man immer wieder den Satz, ich darf den mal zitieren, der taucht auch in verschiedenen natürlichen Manifesten auf, nicht die Wirkung der Drogen ist das Problem, sondern die repressive Drogenpolitik schafft Probleme. Die überwiegende Zahl der Drogenkonsumenten lebt ein normales Leben. Ist das wirklich so einfach oder hat man sich mit dieser Formulierung, weil sie so schön griffig ist, dann noch ein bisschen einfach gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Also tatsächlich ist es so, das ist auch eine Erkenntnis, die heute vielleicht ein bisschen mehr auch durchgedrungen ist, die ich aber schon seit 25 Jahren immer wieder verbreite. Zum Beispiel Heroin ist im Vergleich zu Alkohol
im Vergleich zu Nikotin, also vollkommen unschädlich, wenn man es richtig anzuwenden weiß und nicht überdosiert. Außer, dass man natürlich, muss man ja sagen, also mindestens so leicht davon abhängig wird. Also bei der ganzen Heroin-Debatte, die ja schon, das ist ja ein bisschen länger eher, da war sie vielleicht noch akuter als jetzt, da haben wir da die ganze Zeit irgendwie nur Blödsinn diskutiert. Oder die Zielrichtung war, oder die Zielrichtung war von vornherein falsch. Nein, also es geht ja darum, also Heroin als Substanz, wenn man sich das zuführt, ist unschädlich, bis auf diese beiden Punkte Überdosierung und die Abhängigkeitsproblematik, die ungefähr gleich aufliegt mit Nikotin. Der Punkt ist, und deswegen dieses Zitat, die Art und Weise, wie sich Heroin zugeführt wird, die Illegalität, die illegalen Bedingungen, unter denen die Konsumenten, ich muss mal sagen, leiden müssen, die führt zu dem ganzen Elend. Sonst würde es das nicht geben. Man könnte aufklären, man könnte die Substanz, könnte man überwachen in ihrer Qualität und so weiter. Das würde es alles nicht geben, wenn Heroin legal wäre. So muss man ganz klar so sagen. Dr. Nicole Grumnick hat gearbeitet im Fachbereich Rechtswissenschaft an der Universität Bremen, Schildauer-Kreuzer, Kreisler, einfach mal nur als Stichwort, für den Sie auch heute Abend hier sprechen können. Die Diskussion über Legalisierung, vor allem die über Cannabisprodukte, aber insgesamt auch, ja, wie lange führen wir die jetzt? Ich sage einfach mal so 25 Jahre. Warum kommen wir eigentlich mit dieser Diskussion nicht weiter? Wo stehen wir eigentlich heute? Also mein Eindruck ist, irgendwie zumindest im politischen Spektrum, da gibt es mal hier und da so eine Jugendorganisation von den Grünen, nicht, die sich auch mal angehört haben, so, die sind da mal ganz mutig und werden da ein bisschen belächelt von den Altpolitikern, aber richtig weiterkommen tun wir nicht. Nee. Ja, woran liegt's? Sehr gute Frage. Die Argumente liegen auf dem Tisch, sind hundertefach ausgetauscht. Es gibt keine plausible Begründung dafür, dass die Politik nicht das erkennt, was Wissenschaftler aus allen Disziplinen mehrfach seit Jahren empirisch belegt berichten und darstellen. Die Politik maßt sich eine Kompetenz an der Stelle. Man rennt vor verschlossene Türen und man weiß nicht so richtig, wer sie abgeschlossen hat und wer den Schlüssel richtig hat. Richtig. Und warum der Schlüssel weg ist und nicht wieder rausgeholt, ja. Haben die Angst, die Politiker? Klar. Vielleicht eine ganz banale Erklärung vielleicht dafür? Ich glaube, es gibt nicht nur eine Erklärung. Das ist ein sehr vielschichtiges Phänomen und es gibt sehr vielschichtige Erklärungen dafür. Sollten wir uns vielleicht im Verlauf des Abends noch ein bisschen Gedanken darüber machen? Denn wenn wir da was ändern wollen, müssten wir schon noch mal ergründen, woran es eigentlich liegt, dass da so borniert irgendwie gegen angegangen wird. Wäre vielleicht ja eine Voraussetzung dafür, was zu ändern. Uwe Meffert, Strafverteidiger in Hamburg. Sie waren, glaube ich, vor vielen Jahren auch mal beteiligt an dem sogenannten Fixerraum-Prozess. Da ging es, glaube ich, darum, um diesen Vorwurf, dass da ganz schlimme illegale Handlungen vorgenommen werden in diesen Fixerräumen. Meine Auffassung ist, oder meine Einschätzung ist so ein Prozess wäre sicherlich heute in dieser Form nicht mehr möglich. Was hat sich verändert in der Rechtsprechung in Bezug auf Drogen in den letzten Jahren? Sind wir da alle ein bisschen, da vielleicht dann doch, wenn schon in der Politik nicht, denn da vielleicht ein bisschen vorangeschritten? Wir haben das ja in dem Spot gesehen, diesen Kriminalisierungsspot, wo dann irgendwie sehr drastisch gezeigt wurde, da so ein kleines Tütchen Marihuana vor sich liegen und schon wurde er hops genommen. Was hat sich, wie stellt sich das heute für Sie dar? Also vielleicht ganz kurz zu diesem Fixer-Prozess. War doch so, oder? Den hat es nicht gegeben. Es hat ja, genau. Eine Anklage gegeben. Ja. Und diese Anklage hatte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht eingereicht, obwohl das eigentlich von vornherein zu groß war. Aber erklärtermaßen wollte man eine Rechtsauskunft haben. Und deswegen hat man das beim Landgericht angehängt. Es gab damals einen Justizsenator, der ein Gutachten gemacht hatte. Und dieses Gutachten kam zum Ergebnis, dass im Schwerpunkt die Hilfe für die Suchtkranken bestand. Und dann hat der Gesetzgeber das geändert und in dieser Zeit, in der das Gericht hätte entscheiden müssen über die Zulassung der Anklage, kam die Gesetzesänderung und dadurch wurde das Verfahren eingestellt. Also das wollte ich nur in diesem Zusammenhang sagen. Ich erinnere mich nur so grob, dass da irgendwas war, wo Sie geändert, ja, geändert, da ist mir dieser dritte Spot, möchte ich dazu etwas sagen, weil gerade vor 14 Tagen ein Schöffengericht in Hamburg-Wandsbek ein bemerkenswertes Urteil gesprochen hatte. Zwei Angeklagte, die über 60 waren, früher schwer suchtkrank,
waren, hatten angebaut Marihuana. Die Polizei war dann da, meistens riecht es dann im Hausflur, das reicht dann aus, dass die Polizei kommt. 900 Gramm selbst angebaute Marihuana. Und Herr Dr. Brack hat, der sehr viel davon versteht, hatte ein Gutachten gemacht, das zu dem Ergebnis auch gekommen ist, dass das der wirkungsvollste, effizienteste Heilmittel für die beiden war. Es hat dazu geführt, zu einem Freispruch wegen rechtfertigen Notstands, ein positives Zeichen, ohne Frage. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte dagegen gehalten, wollte eine Bestrafung haben, unter anderem mit dem Argument, weil beim rechtfertigen Notstand es auf die Abwägung ankommt der Rechtsgüter. Hier Volksgesundheit, hat das Gericht gesagt, was ist das eigentlich, die Volksgesundheit? Dort das Leiden derjenigen, die dieses als Heilmittel haben wollten. Und da sagte der Staatsanwalt, sie hätten sich das doch auf dem Drogenmarkt, dem Schwarzmarkt besorgen können, als angeblich zumutbare Alternative. Ja, das ist super, hier, super, denke ich, der Kommentar, glaube ich, passt zu diesem letzten Spot. Natürlich ist was in Bewegung geraten. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass die Justiz und die Staatsanwaltschaft seltsame Institutionen sind mit einem erheblichen Beharrungsvermögen, gegen alle Rationalität, schwer zugänglich den Argumenten. Bei den Einzelnen ist mangelnde Courage, Opportunismus vielleicht maßgebend dafür. Und es geht eigentlich immer darum, um den Kampf zwischen Rationalität und Irrationalität. Könnten Sie denn, kurze Nachfrage, könnten denn die Herren Richter und Staatsanwälte, wenn sie wollten und diese Zivilcourage vielleicht hätten, den Rechtsrahmen wirklich schon jetzt ganz anders auslegen? Also wären jetzt aus Ihrer Sicht schon andere Urteile und andere Prozessverläufe möglich? Ich will es mal so sagen. Es gibt Hürden, ja? Es gibt natürlich Hindernisse. Es kann nicht jeder Richter einfach sagen, ich lehne das Gesetz ab. Das Recht, Unabhängigkeit, also Bindung an das Gesetz, ist ein hohes Gut. Keine Frage, für Demokratie und Rechtsstaat. Es sind hohe Hürden, wenn ein Gerichter sagt, das Gesetz ist verfassungswidrig, es ist ja auch versucht worden und abgeschmettert worden. Aber was jeder einzelne Richter kann, sofern er diese Position hat, er könnte im Bereich der Strafzumessung, wenn es zur Verurteilung kommt, könnte er immer deutlich seinen Standpunkt machen, dass diese Prohibition mit dem Menschenrecht der Verfassung nicht in Einklang zu bringen ist. Herzlichen Dank, Matthias Brückers, freier Journalist und Autor des Buches Keine Angst vor Hanf. Herzlich willkommen. In einem Aufsatz oder Artikel, den ich im Internet gefunden habe, schreiben Sie, dass es doch in den letzten Jahren, ich versuche das mal so frei ein bisschen aus der Erinnerung zu machen, dass es in den letzten Jahren doch viele Fortschritte auch in der Rechtsprechung gegeben hat und beziehen das unter anderem auf Sexualität, was vor 10, 15, 20, 25 Jahren noch strafbar oder nicht erlaubt oder was weiß ich, irgendwie von konservativen Christen als ethisch nicht gerechtfertigt angesehen wurde. Das hat sich verändert. Da hat sich eine ganze Menge getan. Und stellen dann fest, und dann deshalb geht die Frage so ein bisschen so auch in die Richtung, wie sie eben von Frau Krimnik gestellt hat, und stellen dann fest, ja, bei der Frage von Cannabis und Legalisierung, da ist das nicht so. Ich habe den Artikel dann weitergelesen und habe immer gedacht, jetzt beantwortet er das, warum das nicht so ist. Das hat er dann aber nicht mehr getan in dem Artikel. Ja, da müssen Sie das ganze Buch lesen. Hat es in der Wahl. Ja, ich habe in der Tat nur den Artikel gelesen. Versuchen Sie die Antwort. Ja, das Buch, das letzte kleine Büchlein, sind ja nur 100 Seiten, wo ich nochmal versucht habe zusammenzufassen, heißt Keine Angst vor Hanf. Und also ich glaube, hier im Haus hat ja niemand Angst vor Hanf. Aber dass wir immer noch ein Verbot, eine Prohibition haben, die zutiefst irrational ist, das wurde ja hier auch schon angesprochen, die nicht funktioniert, die schädlich und teuer und in jeder Hinsicht ineffektiv und irrational ist. Warum wird die eigentlich immer weitergemacht? Ja? Und da gibt es gerade, Stichwort schon gefallen, Beharrungsvermögen. Wir haben hier unsere Institutionen und das, die malen sozusagen langsam. Da geht nichts von heute auf morgen. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt.
Aber ich habe eigentlich zur Beantwortung dieser Frage zwei Punkte rausgearbeitet oder würde sagen, es sind zwei Aspekte. Zum einen, und deshalb heißt das Buch Keine Angst vor Hanf, gab es in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts diese erste große Kampagne von Harry Anslinger, dem ersten Drogenzar der USA in Amerika, die den Mythos, dass Hanf eine hochgefährliche Substanz ist, in die Welt gesetzt hat. Mit irrsinnigen, boulevardesken Behauptungen, aber die gingen sozusagen durch. Und 37 hat dann, das hat dann in den USA zu dem Marihuana Tax Act geführt, zum Hanfverbot. Und diese Kampagne, ich habe irgendwo geschrieben, das ist wahrscheinlich die erfolgreichste Propagandakampagne aller Zeiten, weil selbst wenn wir heute es besser wissen, im sozusagen kollektiven Unbewussten ist die immer noch drin und es reichen Kleinigkeiten, das wieder zu triggern. Sie werden sich erinnern, im vorigen Jahr hatten wir, mir haben dann Freunde den Berliner Kurier mitgebracht, Kiffen kann töten, die zwei Hanftoten, die angeblich ein Pathologe in Düsseldorf aus 5000 ungeklärten Todesfällen an der Universität, okay, hat er jetzt nur zwei gefunden, wo Cannabis im Spiel war. Okay. Darf ich Sie an dieser Stelle einfach unterbrechen? Wir wollen ja hier nicht okay, so ganz monologisieren. Okay, dann sage ich aber einen Satz noch. Also einen Satz sagen Sie dann doch noch. Okay, okay. Also diese Angst kann man mit so einer Nachricht dann ganz schnell wieder, okay, wiederholen. Und ah ja, Hanf ist doch gefährlich, sieht man doch. Die Medien spielen da mit. Der zweite Aspekt, da müsste ich allerdings länger ausführen, das lasse ich dann vielleicht, ja, ist auch ein politischer. Die Prohibition, das war hier in dem ersten Spot zu sehen, die bedeutet ja 500 Milliarden Schwarzgeld pro Jahr insgesamt von allen Drogen in der Welt. Und die hat politische Gründe. Die 500 Milliarden werden gebraucht, um illegale Kriege zu führen, um Terrorgruppen auszustatten und so weiter. Das kommt ja nicht aus dem heiteren Himmel. Und insofern gibt es da auch noch Beharrungskräfte auf dem politischen Bereich, die verhindern, dass eine, okay, völlig irrationale Prohibition abgeschafft wird. Ich habe noch eine Frage zu dem Spot. Herr Brennert, und zwar... Und zwar zu dem Spot, wo diese ältere Dame in diese Apotheke geht. Die Diskussion, ob das dann irgendwie verschrieben werden kann oder nicht, lenkt die nicht ein bisschen ab? Und vielleicht sagen Sie auch noch mal ein bisschen, wie die Praxis heute ist. Also ich weiß von einer Freundin meiner Tochter, das kann man ja sagen, die bekommt das verschrieben. Das gibt es also durchaus und ist also auch möglich. Und wenn wir dann über die Legalisierung von Cannabis reden, dann reden wir doch in Wahrheit nicht darüber, dass mal ein Arzt oder das auf dem medizinischen Sektor das mal irgendwie verschrieben werden kann. Das scheint mir doch heute nicht mehr so das große Problem zu sein. Deshalb die Frage, lenkt dieser Spot nicht eigentlich ein bisschen von der eigentlichen Problematik ab? Leider nein. Es wäre natürlich schön, wenn man die medizinische Nutzung und die Nutzung zu Genusszwecken Cannabis oder anderen Substanzen komplett trennen könnte. Die Praxis zeigt aber gerade, wie auch dieser Prozess zeigt, also dass Menschen das medizinisch nutzen, die bekommen die gleichen Gesetze ab, wenn sie selbst anbauen, mitunter auch mit erheblichen Strafandrohungen. Und es ist dann eine absolute Ausnahme, dass man freigesprochen wird. Es gibt ganz wenige Möglichkeiten, Cannabis als Medizin einzusetzen. Und die medizinische Nutzung und die Forschung sind ein ganz massiver Kollateralschaden der Gesamtprohibition. Und es gibt derzeit die Möglichkeit, es gibt drei Möglichkeiten. Man kann sich das Dronabinol, das kann man sich verschreiben lassen, wenn es der Arzt macht, aber dann zahlt die Krankenkasse nicht. Es gibt noch ein zweites Präparat, das noch viel teurer ist, das nur bei MS erstattet wird. Und wer Blüten bekommen möchte, also wirklich die gesamte Wirkungsbreite haben möchte, weil dieses Dronabinol ist nur ein einziger Wirkstoff, der muss eine Sonderausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel beantragen und bekommt auch wiederum nicht erstattet. Also wir haben inzwischen Menschen, also wir haben inzwischen viele Möglichkeiten. Wir haben auch Menschen, die sogar einen Schein haben, in die Apotheke zu gehen und sich Cannabis zu kaufen, aber die können sich nicht leisten. Insofern ist das Thema leider sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir haben mehr als 1 Million Menschen in Deutschland, die könnten von Cannabis als Medizin profitieren. Und die Gesetze, die Prohibitionsgesetze verhindern es auch. Und die Politik weigert sich selbst, da irgendwas zu machen. Frau Gumnick hat eben in einem Nebensatz quasi gesagt, ja, sie versteht das auch nicht, warum das alles so schwierig ist, weil die Wissenschaft
ist sich ja einig, das ist eigentlich alles, also wo die Ursachen liegen, und eigentlich ist das alles nicht so ein großes Problem. Mache das morgen Abend in meiner Sendung auch ein bisschen in einem anderen Rahmen, aber da wird jemand auftauchen, der wird hier nicht sehr geschätzt sein, aber zumindest bekannt, da wird Herr Professor Esther, glaube ich, Thomasius auftauchen, der wird da was ganz an, ja, der musste mal wieder da sein, das geht eben nicht anders, weil das ja nun etwas andere Zielgruppe da vielleicht aus, der wird ja ganz was anderes erzählen. Sagen Sie uns Ihre Position dazu, was die Schädlichkeit zu Cannabis, ist. Also Rainer Thomasius hat sich zu Heroin, glaube ich, noch nie geäußert, oder? Nee, wir reden ja aber auch hier nicht nur über, weiß ich gar nicht, ob er sich nie dazu geäußert hat, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, also Sie meinen aber jetzt zu Cannabis. Ja. Würden Sie das auch so sagen, dass das alles so, ich habe das so ein bisschen so verstanden, oder vielleicht habe ich Sie auch missverstanden, dass es eigentlich wirklich kein großes Problem ist, eigentlich ist der Tabak viel schädlicher als Cannabis. Und es ist, natürlich ist, man muss es einfach so in Relation sehen, Cannabis ist schädlich, sozusagen alles, was man zu sich nimmt, ist potenziell schädlich, ja. So auch Cannabis. Aber wenn man wir reden ja hier über eine Frage der Legalisierung, Entkriminalisierung, über diesen Bereich, und wenn man dann vergleicht die Drogen, die hier legal sind, also Nikotin, Alkohol in erster Linie zu nennen, und eine, und das muss man ja auch sagen, seit 20, 25 Jahren mache ich dazu so Unterricht und so, und jedes Mal ist die Folie wieder gültig. Es gibt 3 bis 5 Millionen regelmäßige Gebraucher hier in Deutschland und nicht erst seit gestern. Und die werden kriminalisiert wegen des Gebrauchs einer Substanz, die tatsächlich im Vergleich zu den legalen Drogen deutlich weniger, um eine Zehnerpotenz weniger schädlich ist. Das ist das, was Herr Thomasius nicht sieht, sondern der kommt dann mit dem Umstand, dass 14-Jährige, die es nicht rauchen sollten, sehe ich auch so. Die sowieso nicht rauchen sollten, wenn es eben geht. Die sollten überhaupt nicht rauchen, genau. Aber dass die davon große Gefahren davon tragen. Das tun sie auch, wenn sie sich ins Koma saufen und so weiter. Also er vermengt zwei Debatten, die gar nicht so zusammengehören. Ja, aber da sagt natürlich, und diese Rolle versetze ich mich jetzt mal, da sagt natürlich Otto Normalverbraucher, das mag ja alles sein, aber warum sollen wir denn dem 14-Jährigen, dem 18-Jährigen, was weiß ich, dem Heranwachsenden, den Zugang zu diesen Drogen dann quasi, und das wäre es ja unterm Strich, noch zusätzlich erleichtern, wo wir doch schon das Problem mit Alkohol und mit Tabak und alles haben, und jetzt setzen wir noch einen drauf, müssen wir doch gar nicht. Das ist diese typische, wir tun so als ob Politik. Also als ob Cannabis nicht längst da wäre. Wir sind hier in Hamburg, gehen wir mal kurz auf die Straße. Die Freigabe haben wir doch schon längst. Wir wollen keine Drogenfreigabe. Aber wenn Sie die Freigabe schon längst haben, was wollen Sie denn noch mehr? Wir wollen eine Regulierung, weil der Umgang ist das Problem. Und wir wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und wir könnten Jugendschutz betreiben, aber nicht hier am Hamburger Hauptbahnhof, nicht im Görlitzer Park, sondern in Fachgeschäften. Wir wollen einen ganz anderen Umgang haben. Und ein kurzer Widerspruch zu Professor Thomasius. Weil Sie sagen, ja, das ist ein bisschen schwierig, über jemanden zu reden. Gut, ich habe ihn eingeführt. Nee. Das ist meine Schuld, ist klar. Ja, okay. Ja, das ist auch ganz symptomatisch leider für die Medien. Und das Problem ist, Professor Thomasius, der häufig in den Medien ist, vertritt keine Mehrheitsmeinung. Der vertritt nicht die Meinung des FDR, des DHS, den großen Fachverbänden. Das ist eine Einzelperson und die Medien stellen ihn immer so dar, als wäre er der einzige Cannabis-Experte. Die Fachverbände, wo wirklich viele Experten dahinter stehen, die haben doch eine ganz andere Meinung. Und deswegen ist es ein Problem, dass er immer wieder von den Medien eingeladen wird, weil man muss ja jemanden irgendwie von der Gegenseite einladen. Sie ergänzen das ganz einfach. Ja, muss man irgendwie. So funktioniert das in der Tat. Ja, tut mir leid, ist so. Ist heute Abend hier aber anders. Wobei man dazu sagen muss, dass selbst Herr Thomasius kürzlich, ich glaube es war bei Maischberger, eingestehen musste, dass vielleicht die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums der richtige Weg sei. Selbst ein Herr Thomasius hat das verlautbaren lassen. Und ich finde, wer weiß, was Herr Thomasius sonst von sich gegeben hat, zeigt, dass auch die härtesten Hardliner nicht mehr mit ihrer Argumentation weiterkommen. Also Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich gerade so ein bisschen auch in diese Richtung geäußert. Auch, ja. Genau, also das ist das, was ich eingangs sagte. Also die wissenschaftliche, mehrheitliche Meinung, das, was Max schon sagte, die ist da durch entsprechende empirische Untersuchungen gestützt. Sie ist, die hat die Argumente auf ihrer Seite und es geht auch gar nicht so sehr um die
Gefahren des Cannabiskonsums, da haben wir hinreichend drüber gesprochen. Also es ist mittlerweile klar, was der Kollege sagte. Die Gefahren sind moderat, je nach Konsumform. Es geht vielmehr, das muss die Politik erkennen, um die Schäden, die die Prohibition nach sich zieht. Und die sind wahnsinnig gravierend. Also Der 14-Jährige, mit dem Thomasius immer angewackelt kommt und der schon so viele Bonks raucht morgens, dass der dann irgendwie Probleme kriegt, der wird ja nicht, ja, wie wollen wir dem helfen? Wollen wir es noch schärfer illegalisieren, als es schon ist? Nein, wir wissen aus Holland, wo man seit 25 Jahren in den Coffeeshop gehen kann, dass dort weniger Jugendliche konsumieren als bei uns. Also das Verbot schützt überhaupt keinen Menschen hier vor diesen Schäden, die der Thomasius immer wie ein Banner vor sich herträgt. Und andere auch, Sie wollen was dazu sagen, aber das führt mich so ein bisschen, vielleicht darf ich es noch mal einmal sagen, das führt mich so ein bisschen zurück zu der Eingangsfrage. Stichwort Holland, Niederlande ist hier gefallen. Ich setze das Stichwort Portugal aus jüngerer Zeit irgendwie hinzu. Ich würde wirklich gerne wissen, was das so besondere Klima hier in diesem unserem schönen Land ist, dass das in anderen Ländern offensichtlich einfacher ist, als hier zu machen. Denn ich sehe das, ich sehe da keine großen Fortschritte, sei es auch, wenn Herr Thomasius in einer Talkshow XY oder sowas angedeutet hat oder der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, ja komm, wir müssen darüber nachdenken. Die haben aber gesagt, wir müssen darüber nachdenken, weil wir überlastet sind. Die haben sich inhaltlich in Wahrheit gar nicht zu diesem Thema geäußert. Sie haben gesagt, wir schaffen es nicht mehr und deshalb müssen wir das legalisieren. Eines der schwächsten Argumente meiner Meinung nach dafür. Aber vielleicht versuchen Sie noch mal eine Antwort, Herr Meffert. Also ist der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der in der letzten Zeit sich ja wirklich dazu geäußert hat, mit den der Bundesvorsitzende des CDU-Mitglieds, der argumentiert nicht nur so, ja, sondern er nimmt das auch auf, was an Argumenten geschaffen wird. Und ich will vielleicht mal zwei Aspekte dazu sagen. Meiner Ansicht nach ist die Achillesferse der ganzen Prohibition der legale Alkohol. Ja? Es ist nicht zu rechtfertigen. Es ist nachgewiesen, dass mit dem sozusagen Angriff auf das zentrale Nervensystem der Alkohol das gefährlichste Potenzial hat. Das kann man also schon so. Das Zweite, denke ich, ist, dass man mal den Blick darauf haben muss, dass es auch keine harten und weichen Drogen gibt. Es gibt nur einen harten oder weichen Umgang mit Drogen. Das gilt für alle. Ja, ist das auch vorhin davon schon die Rede gewesen, wie sehr Umfeld und so weiter und Umgang da eine Rolle spielen. Und ich möchte auch die Aufmerksamkeit richten auf ein juristisches Argument, das ich allerdings für nicht unbeachtlich halte in der gesamten politischen Diskussion. Ich habe ja von der Verfassung vorhin gesprochen. Der Konsum ist nicht strafbar, um es mal ganz klar zu sagen, das ist ganz wichtig. Der Konsum würde niemals mit der Verfassung sozusagen Wirklichkeit würde niemals in Übereinstimmung zu bringen sein. Wenn ein Mensch sich straffrei töten darf bzw. versuchen, findet er keinen Richter. Wie kann dann jemand bestraft werden, der sich nur verletzt oder in Gefahr bringt, seine Gesundheit zu beschädigen? Also aus juristisch-dogmatischen Gründen ist unmöglich. Wie kommt man jetzt dazu, aber das andere sozusagen zu kriminalisieren, darüber, dass jemand, der in seinen Safe als Erwachsener ein paar Gramm Haschisch einschließen würde, trotzdem Unerlaubtes täte mit der Begründung, dies bedeutet noch eine Gefährdung Dritter. Ja? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Mit dieser Krücke, die eine Beleidigung eigentlich, Provokation jeden juristischen Denkens ist, hält man dieses Ganze überhaupt noch aufrecht. Es wird immer auch über Gefahren gesprochen. Das heißt, der Besitz ist strafbar, der Konsum nicht? Wenn nachgewiesen, ja, man stelle sich mal die Erwachsenen vor, die verschreibungspflichtige Medikamente abholen müssten im Krankenhaus unter dem Gesichtspunkt, dass sie ihre Kinder gefährden, wenn sie die zu Hause im Apothekenschrank haben. Ja? Stellen Sie sich also das mal vor. Damit ich das verstehe, dass also wenn irgendwo ein Joint auf einer Party kreist, dann darf ich daran ziehen, weil er nicht mir gehört, aber wenn ich ihn gedreht habe, wäre er strafbar. Ja.
Ja. Und, ja, okay. Und was bringt uns das jetzt weiter in dieser ganzen Diskussion? Das sind solche grotesken Verrenkungen, ja, die gemacht werden, die, und die finde ich nicht unwichtig, sozusagen auch, dass die juristischen Laien sich damit beschäftigen, um zu erkennen, ja, dass das einfach alles nicht geht. So, ja, so gut, das leuchtet mir ein, dass das ziemlich absurd ist. Ja? Ja. So ziemlich sogar. Ja. So richtig absurd. Ja. Aber, ja und? Und weiter jetzt? Was machen Sie jetzt mit dieser Erkenntnis? Ja, also ja, was da mitgemacht wurde, ist, dass diese Kritik, also dass hier rein aufgrund einer abstrakten Fremdgefährdung, die ja nun wirklich beliebig abstrakt werden kann und jeder Autofahrer eine höhere konkrete Gefahr darstellt für seine Mitmenschen. Das haben auch inzwischen mehr als die Hälfte aller deutschen Strafrechtsprofessoren so erkannt und fordert den Gesetzgeber auf, das zu tun, was ganz normal wäre bei Gesetzen, nämlich zu prüfen, ob das Gesetz seinen Zweck erfüllt und ob das der Verfassung entspricht. Und man kann doch nur hoffen, dass, wenn mehr als die Hälfte... Fordern eine Enquete-Kommission und inhaltlich als Forderung haben Sie es, glaube ich, nicht aufgestellt, sondern fordern eine Enquete-Kommission. Sie fordern eine Enquete-Kommission über die gravierenden Nebenwirkungen, die diese Politik hat. Und wenn man dann anfängt, durchzudeklinieren, ob das Gesetz überhaupt geeignet ist, den Zweck zu erfüllen, und dann sich auf diese juristische Debatte einlässt, dann merkt man, es ist mit unserer Verfassung nicht in irgendeiner Art und Weise Einklang zu bringen, dass Cannabis oder andere Drogen aufgrund dieser abstrakten Fremdgefährdung verboten sind. Und das sollte ein ganz lauter Mahnruf sein an die Politik, aber auch zum Beispiel, und das könnte auch jeder Richter machen, auch Richtung Karlsruhe zu marschieren und zu sagen, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Okay. Ich möchte eine Ergänzung noch dazu machen, beziehungsweise was mit der Kriminalisierung auch verbunden ist. Wird auch häufig, meine ich, nicht genügend bedacht. Es soll ja auch verfolgt werden, strafrechtlich. Und die Frage stellt sich immer, mit welchen Mitteln und Methoden macht der Staat das? Wenn also ein Strafrecht so weit vorverlagert ist, nennen wir das, dass der Besitz sozusagen unter dem Gesichtspunkt der Fremdgefährdung oder ein Handel, ein Gespräch darüber unter Strafe gestellt wird, dann gibt es juristisch keine straffreie Vorbereitungshandlung. Dann ist der, es müssen keine Drogen da sein, um zu verfolgen. Dann gibt es keinen Rücktritt vom Versuch mehr, keinen strafbefreienden Rücktritt. Das nenne ich jetzt alles nur, um das zu belegen, dass es mit dem Menschenbild der Verfassung bei uns überhaupt nicht in Übereinstimmung ist. Ja? Und es schafft Methoden, die, und das finde ich im Moment sehr aktuell, angesichts der Abhörskandale, wie kriegt der Staat das heraus? Die Lockspitzel-Problematik, das Abhören, das weit gefächerte Abhören, alles das sind fast notwendige Methoden, um diese Strafverfolgung tatsächlich in der Praxis durchzusetzen. Und das halte ich auch für ein ganz wesentliches rechtsstaatliches Argument, das kritisch sehen zu müssen. 80% aller TKÜs sind Drogen induziert. Und die werden dann auch anders verwendet. Ne? Genau, genau. Aller Telefonkommunikations, wie heißt TKÜ, heißt es, glaube ich, Telefonüberwachung. Ja. Ich glaube, es sollte auch mal die Zahl genannt werden. Wie viele Strafverfahren sind denn das? 140.000 im letzten Jahr. Ja. Und wenn man dann mit Politikern redet, dann sagen die, ja, aber die meisten werden doch eingestellt. Das stimmt auch, es werden viele dann eingestellt. Aber wir haben es ja, es ist jetzt genau 20 Jahre her, dass Wolfgang Neskowitschs Urteil beim Verfassungsgericht gelandet ist und das sogenannte Haschisch-Urteil damals ergangen ist aus Karlsruhe, was sozusagen die Kriminalisierung von Cannabis gerade noch so erlaubt hat. Es gab ja auch ein Minderheitenvotum schon vor 20 Jahren und den Gesetzgeber aufgefordert hat, die geringen Mengen festzulegen. Das ist ja bis heute dann nur sehr schleppend und uneinheitlich passiert. Es ist eigentlich auch kein Rechtszustand, dass man in Bayern und in Schleswig-Holstein völlig andere Mindestmengen hat für ein Strafverfahren. Also da ist ganz vieles im Argen. Ich denke aber, man muss, wenn man erklären will, warum ist es so und warum geht kein Politiker daran, ich habe irgendwo mal geschrieben, Politiker setzen sich immer erst für die Legalisierung ein, wenn sie emeritiert sind. Das sieht man auch an diesen UN-Sachen. Also ja, da fällt es, glaube ich, auf jeden Fall leichter.
Das glaube ich ja, schon. Ja, aber da muss man sich doch fragen, warum ist das denn so? Wenn, wie wir festgestellt haben, die Prohibition irrational ist, wenn jemand sich als Politiker einsetzt für eine Abschaffung und Änderung dieser Irrationalität, warum ist es karrierebehindernd? Da stimmt doch, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ich glaube, man muss das fast da ein bisschen weiter aufmachen. Das Argument kommt ja auch immer wieder, wir können ja hier gar nicht legalisieren, weil wir haben die Single Convention unterschrieben. Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, vielleicht darf ich das mal dazwischen sagen, dass diejenigen, die hier sitzen und diese Position vertreten, die in dem Bereich arbeiten oder sich aus welchen Gründen auch immer engagieren, es nicht geschafft haben, in den letzten 25 Jahren den gesellschaftlichen Konsens zu verändern. Dann wird es ja sein. Also muss man sich da nicht auch ein bisschen, ich meine, ich habe hier keine Lust, hier den bösen Buben immer hier nur zu spielen und gegen fünf Experten anzureden, aber muss man sich da nicht gleichwohl ein bisschen an die eigene Nase fassen? Naja, ich habe eben gesagt, die Prohibition, die Enzlinger damals initiiert hat in den USA, ist die wirksamste Propaganda Operation aller Zeiten gewesen, und ich glaube, das stimmt. Vor 20 Jahren oder 22 Jahren habe ich mit Jack Herer dieses Buch Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf gemacht. Dann kriegte ich Anrufe von Ärzten: Herr Bröckers, hier sitzt ein Patient in meinem Wartezimmer mit ihrem Buch, der will Cannabis verschrieben haben. Ich habe da noch nie von gehört. Ich habe einen Doktor in Pharmazie und in Medizin. Haben Sie das da alles erfunden? Ich habe gesagt, nein, das ist doch alles dokumentiert und belegt. Also diese Prohibitionskampagne hatte es geschafft, diese Pflanze auch komplett aus der Forschung, aus der Wissenschaft überall herauszunehmen. Und dass so ein Vogel wie Thomasius gehört wird in den Medien, ja sorry, also ich kann den Mann nicht ernst nehmen, ist er vielleicht im Haus? Das hat doch auch damit zu tun, dass genau solche Leute, die eine Minderheit vertreten, immer wieder hingestellt werden als die Experten und die Vertreter. Warum wird das gemacht? Weil es gibt, glaube ich, starke Kräfte, die ein Interesse an der Prohibition haben. Die Interesse haben an 500 Milliarden Schwarzgeld im Jahr, die Interesse haben an 8.000 Tonnen Opium in diesem Jahr in Afghanistan, von unserer Bundeswehr im Übrigen bewacht. Ja, es ist nicht so, dass die Bundeswehr Dann aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also, dass irgendwelche kriminellen Elemente nun Interesse daran haben, das leuchtet mir ja auf den ersten Blick ein. Das ist banal, das müssen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren. Aber wer hat denn sonst noch darüber hinaus Interesse daran? Geben Sie das Mikro mal weiter. Wer hat sonst noch Interesse Wir haben ja daran? In diesem Spot da eben, ist das ja angedeutet. Ja, der Spot war ein knalliger Spot irgendwie. Naja, aber der hat ja reale Hintergründe. Was passiert mit dem, wer wird bezahlt von dem Heroin oder dem Opium, das unsere Bundeswehr in Afghanistan bewacht und dafür sorgt, dass es angebaut werden kann? Wer wird davon bezahlt? General Dostum, ein Warlord, der da unten an der Seite des Westens kämpft. So, wer wurde bei der Iran-Contra-Affäre von dem Kokainschmuggel in die USA unter Ägide? Wenn man bei Wikipedia bei Ihnen liest, kommt man sofort auf den Begriff Verschwörungstheorie. Nee, ja, das ist aber, liegt an Ihnen, nicht an mir. Ich erzähle Fakten. Wikipedia. Das sind Fakten, das sind leider Fakten, ja. Verschwörungstheoretiker. Ja, macht ja nichts. Ja, okay. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Es ist einfach inflationär. Also bei der Iran-Contra-Affäre wurde mit dem Geheimdienst abgesegneten Schmuggel von Kokain der Terrorismus in Nicaragua finanziert. Da kann ich Ihnen jetzt einen 2-Stunden-Vortrag halten über diese Geschichten. Ich lasse das. Aber das sind Kräfte, die ein Interesse haben, dass sich an der Politik nichts ändert. Okay. Und, geben Sie das Mikro einmal weiter. Ich will Ihnen die Frage einfach weitergeben. Wer profitiert in der jetzigen Situation? Wer hat was davon? Und wer hindert Politiker, die es ja verändern könnten, wenn sie denn wollten, so zu handeln, wie es sinnvoll wäre? Na, definitiv die Pharmaindustrie. Also hat die Pharmaindustrie Interesse an einem so billigen, von jedem selbst zu produzierenden Rohstoff wie Cannabis? Ich bezweifle das. Darüber hinaus, was man deutlich sagen muss, was der Gesetzgeber macht bei der Kriminalisierung von Cannabis, ist insofern schon verfassungswidrig, als dass er uns Experten in die Situation bringt, die Ungefährlichkeit einer Substanz zu beweisen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers, die Gefährlichkeit zu beweisen und zu rechtfertigen und zu legitimieren,
legitimieren, warum eine Handlung mit dem schärfsten Schwert Ultima Ratio Strafrecht belegt wird. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Das de facto bringt er uns als Experten in eine Situation, die wir nicht erfüllen können. Keine Handlung dieser Welt ist ungefährlich. Keine. Also. Ja, da gehen wir noch mal einmal so rum. Stichwort, ganz banal, wer hat was davon? Wer blockiert? Welche Interessen spielen rein? Ja, und warum gibt es keine Opposition dazu? Sie haben ganz am Anfang, Sie hatten gerade eben noch gesagt, wir haben es nicht geschafft, da etwas gegen aufzubauen. Wir haben die Mehrheit. Das scheint so zu sein. Das ist auch ideengeschichtlich auch eine Konstante der letzten 100 Jahre. Wir machen dieses komische Experiment mit der Prohibition ja schon 100 Jahre lang plus minus. Und eine Konstante ist, dass es nie eine richtige Opposition gegen Verbote gab, gegen das weitere Verschärfung der ganzen Sache. Das liegt auch einmal an der politischen Instrumentalisierung der Sache, weil insofern ist die Sache politisch wertvoll, das Thema, weil man kann es nutzen, man kann es rassistisch nutzen. Das waren in den USA Pfänzlinger, das waren dann plötzlich die Neger und die Mexikaner, die dieses Marihuana da rauchen. Wir haben hier diesen Rassismus in der gesamten Drogenpolitik, wo man immer Drogenkonsum, das ist das, was die anderen da machen, was schlecht ist, sozial zersetzend ist. Wenn man sich die Debatte hier in Hamburg anschaut, also wenn dann Grüne ihre Hand heben für einen Brechmitteleinsatz, einen tödlichen, welche Stimmung hat denn das produziert? Das war der blanke Rassismus. Die Betroffenen da, wenn das weiße Mittelstandskids gewesen wären, dann hätte man das nicht gemacht, aber nein, das war der böse schwarze Dealer und da ist ja jedes Mittel recht. Und das ist ein riesiges Problem. Also diese Debatte, gerade wenn man sich die USA anschaut, dass die Geschichte der Drogenpolitik ist eine Geschichte des absoluten Rassismus und Ausgrenzung und damit politisch wertvoll. Nicht in Euro, aber für Konservative ist das Bild des bösen Drogendealers das perfekte Feindbild, um alles zu rechtfertigen, den großen Lauschangriff und bis gegen den großen Lauschangriff, dann bist du dafür, dass Haschgifter Spritzen an deutschen Schulhöfen verteilen. Das ist die Debatte und wie sie geführt wurde. Herr Behrendt, sagen Sie mir noch einen Satz zu dem, was eben gesagt worden ist von Frau Krumnick, Stichwort Pharmaindustrie, die sich ja als Feindbild immer mal irgendwie gut eignet. Ist sie Feindbild auch in unserem Thema? Zu Recht? Das kann ich nicht mit dieser Sicherheit behaupten, weil also ich kann mir gut vorstellen, wenn die Grundstoffe freigegeben werden, dass die Pharmaindustrie sich sofort darauf stürzen wird. Wenn überhaupt, dann würde ich eher annehmen, hat ein Interesse, also in wessen Interesse handelt eigentlich ganz überwiegend die Christlich-Demokratische Union und wer hat ein Interesse, eben Cannabis nicht zuzulassen, als Genussmittel nicht und auch nicht als Medizin, das sind diejenigen, die jetzt Genussmittel legal vertreiben und Medikamente vertreiben. Also das könnte auch ein Antrieb sein, aber ich finde das ein bisschen spekulativ. Okay. Ist so meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es wirklich um Feindbilder geht, bei dem Festhalten und bei der Betonierung. Das Bundesverfassungsgericht, das ist ja vorhin angesprochen worden, aufgrund der Vorlage, die der Richter Neskowitsch in Lübeck gemacht hatte, 1995 entschieden. Das muss man sich mal ganz genau ansehen. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht auseinandergesetzt damit, tatsächlich gesagt, Alkohol ist die potenziell gefährlichere Droge. Aber die Gesellschaft, die europäische Gesellschaft, habe sich daran gewöhnt. Das muss man sich mal vorstellen als Argument. Das heißt, es liegt auf der Hand, hier wird tatsächlich auch die Prohibition richtet sich gegen etwas Kulturfremdes. Nur kann man das heutzutage noch aufrechterhalten? Das ist doch der Witz. Ja? Das ist überfällig, es ist überlebt. Und das, denke ich, muss man herausstreichen. Und dann muss man sich auseinandersetzen mit den liebgewordenen Feindbildern, die dann eben tatsächlich verkörpert werden von jemandem wie Thomasius. Dem wird es immer geben. Die wird okay. Man Sie immer haben alle finden. Einmal was zu Thomasius gesagt. Nein. Ich würde gerne noch mal einmal Sie fragen wollen, kleinen Step vielleicht zurück, ich habe einmal schon angedeutet, also in Portugal zum Beispiel hat sich ja eine Veränderung ergeben, eine gewisse Liberalisierung im Umgang, keine Legalisierung, eine Entkriminalisierung. Es ist aber, soweit ich das weiß, immer noch so etwas, ich nenne das mal Ordnungswidrigkeit. Genau. Würde uns ein solcher Schritt, der ja an der Illegalität im Prinzip
nichts ändert, wenn ich das richtig verstehen muss, sondern Sie müssen mich korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Würde der uns weiterbringen oder würde er letztendlich dann doch uns ein bisschen auf die schiefe Bahn Alles, was die bestehende Situation optimiert, bringt ja ein Stück weiter. Also wenn wir niemanden mehr ins Gefängnis schmeißen wegen Drogen, dann wäre das ja schon ein Riesenfortschritt. Ja? Das mal ganz grundsätzlich. In Portugal, wie gesagt, ich war gerade da und habe mir das da auch nochmal angeguckt, also ich habe da Urlaub gemacht, ich habe jetzt keine Forschung gemacht, aber ich habe mir das nochmal angeguckt und warum fährt man wohl heutzutage nach Portugal? Hab den Vergleich, wie es in Lissabon aussah vor 20 Jahren, als diese Politik noch nicht in Funktion war und wie es jetzt aussieht. Und die Portugiesen sagen das ja auch in ihren Studien jetzt, dass das sehr gut funktioniert, ebenso auch wie die Niederländer aus den USA, wo ja jetzt die ersten Bundesstaaten legalisiert haben, gibt es ja auch sehr gute Zahlen jetzt erstmal, was verschiedene Aspekte angeht. Also grundsätzlich ist es eh klar, dass es irgendwann passieren wird. Ja? Es fragt sich nur wann. Und ich würde sagen, wir müssten so schnell wie möglich und sofort damit anfangen für Patienten, weil ich bin jetzt auch unlängst wieder bei einem Workshop gewesen mit Ärzten und Patienten und wer sich das mal für 2-3 Stunden anhört, der kann nur noch sagen, es ist pervers, dass wir ein Kraut, was in den Apotheken seit Jahrtausenden überall auf der Welt wie Kamille oder wie Lindenblüten oder wie alles andere, okay, dass wir da so ein Bohai drum machen nach wie vor und jeder Politiker, der sich weiter für dieses Verbot, vor allen Dingen für Patienten einsetzt, der gehört sofort entlassen und rausgeschmissen. Ja? Sorry, so muss man es machen. Und wenn die Patienten dann ihr Kraut in der Apotheke oder im Bioladen kaufen können, dann im zweiten Schritt auch für alle Erwachsenen. Aber Sie haben ja gesagt, und da würde ich gerne Sie noch mal erfahren, Sie haben ja gesagt, es kommt sowieso. Fragt sich zwar irgendwann nur, wann, irgendwann kommt es. Das heißt, man kann irgendwie ungeduldig zwar, aber immerhin abwarten. Kommt eh, weil es ist irgendwie so gesellschaftlicher Fortschritt, der dann irgendwie sich dann auch realisiert, so quasi von allein. Ja, es sind Dinge, die sich gerade ändern, also gerade die Menschen, die schon ein bisschen länger in dem Geschäft sind, muss ich mal aufpassen, dass ich die auf die Ohren bekomme, weil der Max, der ist so jung und der hat nicht mitbekommen, dass wir vor 20 Jahren die Debatte schon geführt haben. Wir haben ja gedacht, nach dem Hasch-Urteil, jetzt bewegt sich mal was. Und es kam dann doch nichts, aber wir haben weltweit inzwischen die Situation, dass Uruguay als erste Nation weltweit legalisiert hat, dass inzwischen 5 Bundesstaaten der USA legalisiert haben, dass die USA, die Bundesebene, das abgenickt haben und der weltweite Trend ganz klar in diese Richtung dreht, auch gerade in Südamerika aus dem Aspekt der blanken Not heraus, weil die Menschen dort merken, dass Mexiko beispielsweise, das wurde schon angesprochen, gerade im Zerfall ist, das ist ein Failed State. In Guatemala, wo gerade die Legalisierung von mehr als Cannabis, also bitte jetzt diskutieren wir auch dort nicht nur über Cannabis, das ist ein ehemaliger Militär, der da inzwischen die Legalisierung fordert. Wir haben inzwischen konservativste Menschen weltweit, die merken, das funktioniert so nicht. Und diese Stimmensammlung, die ist, glaube ich, weltweit, das hatten wir noch nicht. Meine Prognose sind 7 bis 13 Jahre, also ein bisschen wird es noch dauern. Das ist aber relativ konkret, 7 bis 13 Jahre. Ich würde gerne diese Runde hier abschließen mit einer, und dann das öffnen, Sie sind gleich dann auch dran, mit einer Frage. Erklären Sie doch mal jemandem wie mir, der vielleicht auch nicht über genügend Fantasie verfügt, sich sowas irgendwie vorzustellen, wie soll das denn dann aussehen ganz konkret? Wenn das dann hier alles mal so ist, wie Sie das hier geschlossen sich alle irgendwie wünschen, der Staat übernimmt dann irgendwie die Verantwortung und die Beschaffung und den Handel. Erklären Sie es mir, wie sieht das ganz konkret aus? Ja, nee, das ist ja mal eine Frage. Genau, wer macht das dann? Also gibt es verschiedene Modelle. Es gibt das Coffeeshop-Modell, es gibt die Cannabis Social Clubs. Also es gibt ja theoretisch verschiedenste Modelle, die denkbar wären. Was halten Sie denn für das Beste? Naja, das bleibt abzuwarten sozusagen. In dieser Hinsicht können wir ja profitieren von den Erfahrungen, die andere Länder machen und eben nicht den Fehler machen, den wir bei Alkohol und Zigaretten gemacht haben, mit blindwütiger Werbung damit um uns schmeißen. Also letztendlich geht es natürlich auch da bei der Produktion darum, Jugendschutz, Gesundheitsschutz zu betreiben und das mit den Erfahrungen der anderen Länder. Und ich
denke schon, dass es Sinn macht, dass es einen staatlich kontrollierten Anbau gibt, einen staatlich kontrollierten Vertrieb gibt, dass es entsprechende Regularien gibt, um den von uns geforderten Gesundheits- und Jugendschutz entsprechend auch umzusetzen. Was müsste Herr Meffert an juristischen Vorschriften alles geändert werden? Ich finde das jetzt gerade nicht, ich glaube 1994 hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, gesagt, ich muss das jetzt irgendwie aus Erinnerung machen, dass das eigentlich so, wie wir mit dem Betäubungsmittelgesetz oder Strafgesetz umgehen, eigentlich für alles verfassungsmäßig ist. Sind seitdem nicht dann auch weitgehend die Türen zugenagelt? Was muss passieren, damit wir das, nur mal angenommen, man hätte irgendwie die gesellschaftliche Mehrheit und auch die politische im Deutschen Bundestag und was weiß ich, was müsste juristisch dann alles sich noch ändern? Ja, die Kriminalisierung muss beendet werden. Diese Gesetze müssen ersatzlos fallen. Es gibt ja auch ein Gesicht, oder bei der ganzen Diskussion wird ja häufig immer diskutiert, wie gefährlich und welches Gefährdungspotenzial hat eine Substanz. Aber es wird ja nie darüber geredet, was bringt sie dem Konsumenten. Ja? Und das ist von vornherein schief. Es gibt kaum jemanden, der sich durch die Droge irgendwelcher Art umbringen will. Er will sich nicht mal schädigen. Er wägt in der Regel ab. Zum Beispiel ist das ganz stark durch Untersuchungen auch belegt hinsichtlich des Kokains. Es spielt für die meisten Konsumenten, gibt es eine Episode in ihrem Leben. Und dann ist Schluss aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Berufliche Dinge haben sich geändert und so weiter und so weiter. Ja? Aber es hat ihm auch dem Einzelnen Vorteile gebracht. Ja? Und das darf man nicht aus dem Acht lassen. Das heißt, es ist eine Risikoabwägung oder wie manche sagen, ein risikobehaftetes Freizeitvergnügen, wie so viele andere auch. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Dann wird es versachlich, wenn man das einfach in dieser Hinsicht einordnet. Und hinsichtlich der Veränderung, ich kann dazu nur sagen, es muss verschwinden. Ja? Das kann man reformieren, vielleicht in der Weise, sagen wir mal so, dass man nicht einfach sagt, nun kann an jeder Bude irgendwie das erworben werden. Es ist vorstellbar Lizenzierung, es ist Kontingentierung vorstellbar. Ja? In dieser Stufenweise sage vor allen Dingen den einzelnen erwachsenen Menschen den Umgang zu seinem Konsum zu ermöglichen. Das finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, es kann natürlich nicht an jeder Bude mal erworben werden, denn eben sind die Vergleiche gekommen mit Alkohol. Und da wurde gesagt, Alkohol ist viel gefährlicher eigentlich und so weiter. Aber Alkohol und Zigaretten kann an jeder Bude im wahrsten Sinne des Wortes erworben werden. Würden Sie dann, Herr Dr. Berg, so weit gehen, dass Sie sagen, ja, um der Gleichberechtigung willen und der Gleichbehandlung willen, muss dann irgendwie auch die Droge XY an jeder Bude, um das irgendwie zu übernehmen, also eher zu beschaffen sind? Eher hielte ich es für sinnvoll, auch den Alkohol zu reglementieren. Okay. Genau. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass Sie das umdrehen wollen. Naja, also wenn man eben von den gesundheitsschädlichen Aspekten ausgeht, ist das natürlich das Vernünftigere. Die Frage ist, was ist denn gesellschaftlich umsetzbar? Also ich bin nicht unbedingt so der Meinung wie Herr Meffert, dass man sagt, das kann man nicht machen. Das ist wirklich eine Frage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Also tatsächlich, wie wir hier die ganze Zeit argumentiert haben, geht es darum, diejenigen, die nicht mit solchen Substanzen umgehen können, zu schützen, also Kinder, Jugendliche, und diejenigen, die erwachsen sind und nicht mit den Substanzen umgehen können, also zum Beispiel suchtgefährdet sind, denen Hilfen anzubieten. Die Frage, was, wo, wie verfügbar ist, steht meiner Ansicht nach auf einem anderen Blatt. Und da sind wir bisher völlig restriktiv und müssen sicherlich neue Lösungen finden. Ich habe da kein Patentrezept. Also ganz klar ist, dass, Herr Meffert hat es gesagt, das Strafrecht ist kein Mittel zur Gesundheits- und Drogenerziehung sozusagen. Also die ganzen Strafrechtsparagraphen weg. Natürlich brauchen wir dann Regulierungen. Ja. Meines Erachtens gehört
dann ein Werbeverbot dazu. Das könnte man auch auf den Alkohol ausdehnen. Es kann ja nicht angehen, dass kleine Jungs, die sich für Fußball interessieren, vor dem Spiel immer noch mal gleich eine Bierwerbung mit reingedrückt kriegen und schon als 10-Jährige oder 8-Jährige da eine Affinität zu kriegen. Also Werbeverbot auch für Alkohol. Da kommen wir dann natürlich in spannende Gefilde in der Politik. Stellen Sie sich mal vor, neulich hat wieder aus Bayern einer gefordert, auf Bier sollte der Mehrwertsteuersatz runtergesetzt werden, weil das sei in Bayern Lebensmittel. Ein CSU-Mann, also habe ich nicht erfunden. Jetzt wollen wir, müssten wir im Sinne einer vernünftigen Drogenpolitik sagen, wir machen für alle Drogen ein grundsätzliches Werbeverbot. Beim Tabak hat das ja schon gut funktioniert. Ja, wollte ich gerade sagen, bei Tabak dann gibt hat es gut schon, funktioniert. Und die Zahlen auch von jugendlichen Konsumenten von Tabak sind zurückgegangen. Also es gibt Möglichkeiten, wie man mit Regulierungen und Eingriffen, die müssen dann von oben kommen, da auch erzieherisch sozusagen im Sinne der Volksgesundheit was tun kann. Und genau das, der Handverband hat genaue Vorschläge, wie die Fachgeschäfte auszusehen haben. Okay. Und so, was die anderen Drogen angeht, finde ich, die müssen wieder zurück in die dann Apotheke. Dann würde ich Sie zum Schluss vielleicht noch mal einmal uns erklären, wie genau Ihre Vorschläge sehen, wie diese Regulierung dann auch wirklich ganz praktisch organisiert ist. Und dann ist es wirklich, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass wir das dann hier auch mal öffnen. Ja, also ich glaube, das Ziel muss da auch auf jeden Fall eine Kohärenz in der Drogenpolitik sein. Damit bringt man nämlich diesen scheinbaren Widerspruch einer Liberalisierung bei den heute illegalen Substanzen und einer Mehrrestriktion bei Alkohol und Tabak dann auch wieder zusammen. Wir wollen nämlich einen Maßstab für alle Substanzen haben und dann gibt es dann irgendwo den goldenen Mittelweg und der heißt, dass wir sehen das ja in Colorado, also das ist ja das Schöne dran, wir müssen nicht mehr drüber fantasieren, was wäre wenn und wie könnte das aussehen. Wir können nach Colorado fahren, dort gibt es halt Fachgeschäfte, wo jeder ab 21 einkaufen darf, seine gewisse Menge, es darf auch jeder bis zu 6 Pflanzen zu Hause anbauen, das ist überhaupt gar kein Problem. Der gesamte Produktionsprozess wird überwacht, die Amis sind da ein bisschen liberaler, mit vielen, vielen Kameras, wo genau nachgewiesen wird, wo was landet. Aber das ist auch alles nichts Neues. Also wir haben ja Regulierungsmechanismen. Das ist doch völlig normal, dass wir bei Medikamenten, bei Alkohol, bei Lebensmitteln, diese ganzen Gesetze können wir doch wieder nutzen. Das ist doch nichts, was wir uns neu einfallen müssen. Es ist doch die absolute Ausnahme, dass der Staat jegliche Regulierung fahren lässt. Und insofern können wir da, wir können das in Apotheken machen. Aber die Grundidee ist, egal wie man es genau macht, ich bin mir sicher, jede Legalisierung von allen Substanzen ist besser als dieser Schwarzmarkt mit all seinen Folgen. Okay. Ich bitte schon mal ganz zu Anfang so um Nachsicht. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, weil man wirklich ein bisschen in die Scheinwerfer irgendwie spricht. Also wenn ich jemanden übersehe, laut melden. Das heißt, mir hat jemand ganz oft schon gewinkt und ist ganz wichtig, glaube ich. Sie fangen dann also an. Haben wir eigentlich noch ein Mikro? Dann nehmen wir einfach das. Okay. Schönen guten Abend. Mein Name ist Peter Zamori. Ich leite den Arbeitskreis Suchtmedizin hier in Hamburg für die substituierenden Ärzte mit einem Kollegen zusammen. Ich habe eine Frage an Herrn Meffert, weil mich das sehr beschäftigt. Und das ist die Repression, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist. Verkehrssicherheit und Fahrerlaubnisverordnung. Das ist möglicherweise noch ein viel härteres, schärferes Schwert der Repression. Ich habe jetzt gelesen, dass, glaube ich, ein Grenzwert für Cannabis festgesetzt wurde, ein Nanogramm, sehr, sehr niedrig, sodass viele Jugendliche, die, weil es ja auch lange im Körper bleibt, die konsumieren, Autofahren, in Kontrollen geraten, ihren Führerschein verlieren und in Flächenstaaten damit möglicherweise nicht mehr zur Lehrstelle kommen und so weiter. Also mich interessiert, wie Sie beurteilen die Frage der Fahrerlaubnisverordnung und diese Form der Repression. Verstehe ich das jetzt richtig, dass das jetzt, darüber, ob unter Umständen die Prohibition gehalten werden sollte, wegen der Gefahren, die es im Straßenverkehr gilt? Nee. Also, ich finde es großartig, wenn kriminalisiert werden muss, überhaupt gar keine Frage. Ja, okay. Aber der Punkt ist, dass ich eigentlich erlebe, dass Mindestmengen und
Verfahren eingestellt werden, dass die Strafjustiz zumindest vielleicht in einzelnen Bundesländern etwas liberaler in der Praxis mit dem Eigenbesitz umgeht. Aber ich erlebe auf der anderen Seite, dass bei Verkehrssicherheit Fahrerlaubnisentzüge bei Mindestkonsum, der möglicherweise Tage oder Wochen vorher stattgefunden hat, wo eine Gefährdung des Straßenverkehrs überhaupt nicht gegeben ist, aber weil eben die Grenzwerte so niedrig gesetzt werden, okay, also besonders Jugendliche in der Gefahr sind, ihre Mobilität zu verlieren. Und diesen Aspekt, okay, der Repression wollte ich auch diskutiert wissen. Kann ich bestätigen, dass das runtergesetzt wird? Punkt ist, dass wir in Deutschland, was die Fahrerlaubnisverordnung angeht, einen Grenzwert von 1 Nanogramm THC haben. In der Schweiz liegt dieser Grenzwert für Bahnfahrer und Busfahrer und Seilbahnfahrer bei 3 Nanogramm. Also da geht man davon aus, die dürfen dreimal so viel drin haben. In den USA ist es sogar 10. Also wir haben einen grotesk niedrigen Grenzwert hier in Deutschland. Okay. Das ist auch eine Frage oder eine Forderung an die Politik, den endlich mal zu realisieren, weil wenn Sie 1 Nanogramm Cannabis im Blut haben, das spüren Sie überhaupt nicht. Also es ist, und wenn der in USA, wie gesagt, das Zehnfache beträgt und die Amerikaner davon ausgehen, naja, wer unter 10 hat, der kann noch fahren. Das wäre so wie die 0,5 Promille beim Alkohol bei uns. Aber ich würde Ihnen auch zustimmen, Sie haben recht, die Justiz ist strafrechtlich ein bisschen liberaler geworden, aber die Fahrerlaubnisverordnung ist ja eine verwaltungsrechtliche Sache und die Verwaltungsrichter sind ganz andere Kaliber und von daher wird es im Moment tatsächlich bei uns benutzt zur Schikanierung von Cannabiskonsumenten. Den nimmt man dann den Führerschein ab, weil das tut ihnen weher als eine kleine Geldstrafe. Ich will das noch eben ergänzen. Von mir noch, der Moderator gibt sein Mikro nie aus der Hand. Das ist so eine goldene Regel. Ne? Das macht man einfach vorsichtshalber lieber nicht. Aber wir haben doch die Forderung von 0,0% irgendwie zum Beispiel bei Alkohol, was ja durchaus irgendwie sinnvoll oder mir als sinnvoll auch erscheint. Wollen wir nicht einfach, um die Sache einfach zu machen, überall sagen 0,0 und dann sind wir haben wir das Problem ausdiskutiert? Das würde nur insofern Sinn machen, wir dürfen nicht vergessen, bei Cannabis haben wir inzwischen unglaublich genaue Diagnosemethoden. Also das, was nachweisbar im Blut ist, ist sehr, sehr viel niedriger als das, wo man noch eine Wirkung vermuten könnte. Und auch eine 0,0 Promille-Grenze ist ja, weil es da eine entsprechende Toleranz gibt, ja keine echte 0-0-Grenze, weil man würde immer irgendwie ein bisschen Alkohol im Blut finden. Die Frage ist, wo lege ich denn die Wirkgrenze an? Und der derzeitige Wert, dann ist mehr oder weniger ein Nachweiswert und da wird auch mitunter wurde der auch gesenkt, weil man die Methoden immer besser wurden. Man kann ja, wir reden da von Nanogramm, also von Bruchteilen von Millionstel Gramm. Ja, von weit ab von jeglicher Wirkung und das muss man ganz klar sagen. Es geht hier nicht um Verkehrssicherheit. Wir können gerne einen Wert festlegen, der so sicher ist, dass man sehr, sehr wahrscheinlich keinerlei Wirkung mehr hat, aber der wäre deutlich höher. Und das richtig Perverse an diesem System ist, ja nicht, dass da Leute nur erwischt werden, die irgendwie im Verkehr erwischt werden. Wenn ich heute Cannabis in der Tasche hätte und die Polizei würde eine Strafanzeige schreiben, also wenn ich hier nur sitze, würde trotzdem eine Meldung an die Führerscheinstelle gehen, weil jedes Besitzdelikt schon eine Meldung an die Führerscheinstelle macht und mitunter fragt die Polizei auch ganz gezielt nach Konsumgewohnheiten, die strafrechtlich irrelevant sind, aber die der Führerscheinbehörde das Futter liefern, den Führerschein zu entziehen und da geht nicht in dubio pro reo, sondern ich darf dann auf eigene Kosten nachweisen, dass ich, wenn ich hier mit dem Gramm in der Tasche sitze, keine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen könnte. Okay, schönen Dank. Ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Peter Zamorius nickt. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Andreas Gerhold. Ich bin Drogenbeauftragter der Piraten hier in Hamburg. Ja, Herr Schalter, ich muss noch kurz auf Herrn Professor Thomasius eingehen, bevor ich aber zu den Richtigen komme. Ja, als ich bei Ihnen zu Gast war zum Thema, war Herr Thomasius ja leider gerade im Urlaub, deswegen konnte ich ihm da nicht direkt begegnen. Aber ich habe inzwischen auch ein Podium gehabt mit Herrn Professor Thomasius und ich habe mit den Gästen ein Bullshit-Bingo gespielt, weil die Aussagen von Herrn Professor Thomasius eigentlich alle gänzlich bekannt sind. Ich habe sie aufgelistet und die Gäste konnten wenn die Aussage gekommen ist. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass da ganz viel unwissenschaftlicher Unsinn verbreitet wird von dem Herrn Professor.
Herr Dr. Meyer-Thomsen hätte, der vorhin hier gesprochen hat, er hat sich geäußert und hat dargestellt, was es auf sich hat mit den Behauptungen zu Cannabis als Ursache von Psychosen oder auch nur als Auslöser von Psychosen. Da hätte er gut was zu sagen können jetzt. Es wird immer wieder verbreitet, der Unsinn der Einstiegsdroge, Cannabis. Es ist so viel Unsinn, was da unwissenschaftlich verbreitet wird. Also man sollte diesen Mann tatsächlich nicht mehr als den Experten der Prohibitionsbefürworter akzeptieren. Da gibt es tatsächlich auch Leute, denen würde ich ebenfalls widersprechen, aber die argumentieren sehr viel vernünftiger. Und jetzt noch ganz kurz, was eigentlich hier heute erstaunlicherweise überhaupt nicht zu Wort gekommen ist, wo wir uns hier in St. Georg befinden. Zu den Folgen und dem Unsinn von Prohibition und wo das hinführt. Wir haben hier gerade zwei sehr aktuelle Beispiele, die in den Medien jetzt immer wieder hochgekocht werden, seit einigen Wochen oder noch viel längerer Zeit. Das ist einmal der Flora-Park auf der Schanze und das sind die Hafentreppen an der Bernhard-Nocht-Straße, an den Hafenstraßenhäusern, wo jeweils Kleinhändler-Szenen von vorwiegend Schwarzafrikanern vorherrschen, die dort natürlich einerseits problematisch sind, weil es sich in dem einen Fall um einen kleinen Anwohnerpark handelt und die Anwohner tatsächlich auch verunsichert sind dadurch. Auf der anderen Seite an der Hafentrecke haben wir eine unmittelbare Nähe zur Schule. Wir haben es aber nicht geschafft, mit allerhärtesten Mitteln, Beispiel Flora-Park, fast ein Jahr lang täglich razzieren, manchmal mehrmals täglich razzieren. Was war das Ergebnis? Die Szene hat sich in den gesamten Stadtteil bis rüber nach St. Pauli ausgebreitet. Was denn in der Logik des Krieges gegen die Drogen dazu geführt hat, dass die Polizei ein Gefahrengebiet ausgerufen hat, in dem jeder generalverdächtigt ist. Jeder kann ohne Anlass und ohne Verdacht angehalten, kontrolliert werden, in die Handtaschen geguckt werden und so weiter. Und hier auf St. Georg haben wir das älteste Gefahrengebiet dauerhaft bestehend, auch heute noch. Wer hier im Hauptbahnhof als Besucher Hamburgs am Hauptbahnhof ankommt und rüber in sein Hotel nach St. Georg geht, der gibt sofort einen Teil seiner Grundrechte ab, weil er nämlich verdachtsunabhängig und anlasslos jederzeit von der Polizei angehalten, kontrolliert werden kann, seine mitgeführten Gegenstände in Augenschein genommen werden können und er sogar des Viertels, des Platzes verwiesen werden kann hier. Und das heißt, wir geben hier demokratische Grundrechte auf, auch hier direkt vor Ort. Vielen Dank. Ah, okay. Schönen Dank. So, gesehen habe ich jetzt zwei Reihen da hinten. Genau. Können Sie. Also wenn sich jemand übergangen fühlt, laut schreien und sich beschweren, das kann sein, dass ich das nicht so richtig auf den ersten Blick dann erkenne. Bitte schön. Ich bin Rudolf von Bracken, ich bin Rechtsanwalt, habe mein Büro direkt hier gegenüber und ich habe in der Praxis mit Kindschaftssachen sehr viel zu tun und deswegen habe ich, ob das jetzt zwischen Eltern ist oder wenn Jugendämter in Familien rein, sie für gefährdet halten, sehr viel mit der Praxis zu tun. Ich sage fast, das ist alltäglich. Ich will mich an die Frage nochmal anknüpfen, warum schaffen wir es in Deutschland eigentlich nicht? Warum ist speziell in Deutschland es so schwer, die auch nur kleine Ansätze von Liberalisierung hinzukriegen? Und ich habe die etwas brutale These oder verwegene These, vielleicht ist das ein spezielles deutsches Ordnungsinteresse, vielleicht so ein bisschen klassenspezifisch oder jedenfalls, dass man in Deutschland vielleicht darauf hinaus will, bestimmte Menschen doch gewohnheitsmäßig auszusortieren und vielleicht einfach auch leicht erkennbar auszusortieren in der Richtung schwach und arm und möglichst auch noch böse. Und wenn wir unsere Gesellschaft insgesamt angucken, vielleicht schafft sie es bis jetzt nicht und vielleicht gibt es da speziell eine deutsche Ordnungsliebe, einen Hang dazu, Menschen auszusortieren. Und da sollte man vielleicht nochmal insgesamt diese Gesellschaft hier auch nochmal angucken. Ist das hier vielleicht so drin, dass wir einfach sehr gerne Menschen aussortieren, denen wir Schwachheit und Hässlichkeit, Krankheit und ein bisschen Bösartigkeit gerne auch noch dabei unterschieben? Und wer profitiert davon? Kollege Meffert, vielleicht sind das die juristischen Stände. Vielleicht ist die Ordnungsmacht, die wir in Deutschland haben, sind die Juristen. Und ich glaube, was da an Tätigkeit zum Aussortieren die Gesellschaft überantwortet, vielleicht sind wir Juristen damit ganz besonders fleißig dabei und wir lassen uns nicht abschaffen.
Herzlichen Dank. Begreife ich sonst als Statement oder würden Sie das gerne kurz ergänzen? Ich wollte dazu nur einen Satz sagen. Die Drogengebraucher sind Sündenböcke. Und das griechische Wort für Sündenbock, weiß es einer? Das heißt Pharmakos. Ja? Das ist der ursprüngliche Begriff. Also die Griechen haben ganz früher jedes Jahr einen ausgeguckt. Der wurde dann mit grünem Zeug behängt. Das war der Pharmakos, aus der Stadt getrieben und totgeschlagen. Und dann gefeiert als Held, weil er derjenige ist, der Krieg und Krankheiten und Elend von der Stadt fernhält. Dann kamen Medikamente, also Kräuter und so, die haben dann den Begriff Pharmakos übernommen. Aber ursprünglich ist der Pharmakos der Sündenbock. Und okay. Das haben Sie ja genau angesprochen, dass unsere Gesellschaft vielleicht unterbewusst irgendwelche Sündenböcke sucht. Und wir haben eine Konsumgesellschaft. Wir müssen jedes Jahr wie viel Prozent Wachstum kriegen. Wenn wir weniger haben, ist schlecht. Okay. Und wir suchen uns deshalb so bestimmte Konsumenten raus und sagen, die sind böse, aber der ganze Rest des Konsums ist wunderbar und da müssen wir jedes Jahr 2% zulegen. Schlage trotzdem vor, wir lassen noch den Nächsten, der sich gemeldet hat, zu Wort kommen. Ja, Ortwin Schäfer, ich bin in der Jugend- und Drogenberatungsstelle in Biedenkopf tätig und würde zunächst gern mal zu meinem Vorredner sagen, dass ich glaube, es ist leider nicht so, dass es eine typisch deutsche Eigenschaft ist, sondern Herr Bröckers hat ja schon auf die rassistische Vorgeschichte der Prohibition in den USA hingewiesen. Und es ist dort bekannt, auch vornehm dieses, es ist Enzlinger genannt worden, aber es ist hauptsächlich auch zunächst mal von den weißen, marginalisierten, bedrohten, von Arbeitslosigkeit bedrohten weißen Schichten ins Spiel gebracht worden während der Wirtschaftskrise. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass diese Prohibition, die Drogenprohibition, die Drogenpolitik eine bestimmte Funktion, eine gesellschaftliche Funktion erfüllt und nicht nur eine gesundheitspolitische, sondern sie ist oft auch, denke ich mir, sicherheitspolitischen oder außenpolitischen Strategien unterworfen. Sie haben das von Afghanistan und dem Dostrum angesprochen und es ist bekannt, dass die Warlords dort oder die Bundeswehr natürlich nicht nur dort ist, um unsere Freiheit dort zu verteidigen, sondern kann man natürlich mal nachfragen, was geht es denn im Afghanistan-Krieg eigentlich? Und da spielt zum Beispiel, kann man zum Beispiel vermuten, dass die Sicherheit auch die Gewährleistung von Ressourcen, von Erdöl- und Gasvorkommen eine wichtige Rolle spielt und die Präsenz, die Militärpräsenz vom Westen. Also, und ich glaube, dass es eine Tiefenpolitik gibt. Peter Dale Scott und McCoy haben ja schon darauf hingewiesen, letzten Endes, dass die Diskussion um die Drogenpolitik eben nicht nur um die Gesundheitspolitik dreht, sondern dass es andere gibt. Dazu ergänzend, zu den großen Profiteuren gehören unter anderem auch alle Sicherheitsunternehmen in den USA, wie beispielsweise DynCorp, die massiv dran verdienen mittlerweile, auch weltweit, die an der Schulung in Afghanistan von der dortigen Polizei und in Kolumbien wirklich Milliarden verdienen dran und die natürlich alles andere als ein Interesse dran diese internationale Prohibitionspolitik beendet wird. Okay, schönen Dank. Auch das lasse ich einfach mal als Statement stehen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt von hier aus großartig darauf antworten muss. Aber Sie sehen so aus, als wenn Sie es unbedingt möchten. Vielleicht nur, weil gerade bei der ganzen Profiteurfrage ist ja sehr viel Spekulation drin. Wir haben ganz, ganz wenig Evidenz, wer denn jetzt wirklich die Prohibition im Hintergrund verteidigt. Aber den einen Punkt haben wir. Wir sehen nicht in den USA, wer spendet, wenn die Volksabstimmungen da sind über die Legalisierung, wer spendet denn? Dann sind es mitunter die Gewerkschaft der Gefängniswärter, die da spenden. Das sind es Drogenfahnder-Gewerkschaften, die da spenden. Und in den USA, sollte man nicht vergessen, gibt es ja auch wirklich eine Gefängnisindustrie, also wo die Gefängnisse privatisiert sind und die Staaten mitunter Verträge haben, die wo den Unternehmen garantiert werden, ihr haltet die Knäste zu 95% voll. Also da sehen wir den ökonomischen Einfluss und die Einflussnahme ganz deutlich und das ist evident. Genau, Sie stehen schon bei dem nächsten. Ja, mein Name ist Jörg Konz aus Wesel. Ich befinde mich ja hier am Ort, wo die Palette sich auch für die Kinder von Drogensüchtigen eingesetzt hat. Ich würde diesen Aspekt auch nochmal gerne hier zur Sprache bringen und auch vorne das Forum fragen,
wie denn da qualifiziert auch gehandelt werden kann, weil ich denke auch, die Prohibition schadet nicht nur den Gebrauchern, sondern auch den Kindern der Gebraucher. Und das sind wahrscheinlich die, die mit am wenigsten dafür können, dass es so ist. Und welche Initiativen, denken Sie, wären günstig, damit die Situation dieser Kinder sich verbessert? Weil wir wissen, mittlerweile auch wissenschaftlich gesichert, und das ist einer der Grundlagen, die selbst Herr Professor Tobasius bestätigt, dass die drogengebrauchenden Frauen mehr Kinder bekommen als die durchschnittlichen Frauen. Okay, wer kann, möchten Sie da was dazu sagen? Nein? Können Sie nicht? Ja. Also, Also wir wissen inzwischen ja auch, dass Abhängigkeit leider sozial vererbt wird, auch das wissen wir, was nicht nur illegale Drogen angeht, sondern auch beispielsweise Alkoholkonsum. Aber hier ist wieder, hier spielt wieder diese Sündenbock- und die Symbolpolitik die ganz gewaltige Rolle. Weil die Politik, die Konservativen würden dann sagen, da ist die Droge das Problem und wir gucken dann, wie Drogen da weiter vererbt werden und müssen was gegen die Drogen machen. Statt anzuerkennen, dass wir halt insgesamt eine soziale Vererbung haben, dass Armut vererbt wird und dass alle negativen Begleitumstände, die auch Drogenproblematik, Konsum problematisch machen, mitvererbt werden. Da sollte man vielleicht mitunter weniger Richtung den Drogen schauen, sondern einfach anerkennen, dass wir einen sozialen Staat bräuchten, dass wir Gerechtigkeit bräuchten und einfach diese Sozialkarrieren durchbrechen und Armut nicht vererbt wird, weil das ist mitunter die Ursache für dann auch die weiterreichenden Drogenprobleme. Okay. Also ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr. Wir haben, glaube ich, eine noch, die gönnen wir uns noch. Okay. Und dann machen wir einen Strich, denn ich kriege auch so langsam so Signale von meinem Chef hier, der sagt irgendwie, wir müssen. Es gibt, glaube ich, auch noch ein Abendprogramm, nicht? Genau. Eigentlich wollte ich gar nicht sagen. Mein Name ist Peter Raschke. Ich war Professor an der Universität Hamburg und habe vor über 20 Jahren im Auftrag der schleswig-holsteinischen Landesregierung einen Modellversuch konzipiert, wie man eine Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis hinbekommt, den man sich als einen schleichenden, bewusstseinsverändernden Prozess beim Publikum vorstellen muss. Und was mich erschüttert ein bisschen, deswegen bin ich hier, die Argumente, nichts ist neu. Es sind alles dieselben Argumente, die man heute gehört hat, die vor 20 Jahren, wir haben das publiziert, also es ist alles nachzulesen, es ist kein Problem. Früher hat man gesagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich glaube, heute in Bezug auf Cannabis ist es umgekehrt. Wir müssen ganz viele Legalisierungen in den USA abwarten, in anderen Ländern, in Lateinamerika und so weiter, bis die Politik hier ihren schüchternen Mut ein bisschen mobilisiert, um die Frage voranzubringen. Und deswegen finde ich Ihre Frage sehr wichtig. Warum ist es sozusagen der aufgeklärten Wissenschaft nicht gelungen, überhaupt nicht gelungen, in das Bewusstsein, in das öffentliche Bewusstsein als echten Widerspruch zu einem gesellschaftlichen Konzept zu gelangen? Und da liegt sicher ein Versagen der Wissenschaft und auch lokaler Politiker oder sonst was vor. Aber die Sündenbock-Theorie ist immer sehr beliebt, aber vielleicht reicht das nicht. Also muss man sich doch vielleicht noch mehr an die eigene Nase fassen, um den Zustand zu verändern, dass wir nicht in 40 Jahren nochmal dieselben Argumente hören und nichts geschieht. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich das gerne als Schlusswort quasi zumindest für diese Runde hier stehen lassen. Muss den Rainer Schmidt jetzt mal fragen, irgendwie, wie es jetzt weitergeht. Wir stehen jetzt auf und gehen hier. Das Mikro bitte zu ihm. Im Moment noch nicht gehen, weil bei solchen Veranstaltungen gibt es ja immer Präsente. Ist wahr. Ist wahr. Jetzt kriegen wir alle 3 Gramm. Das eine, was wir auch gern mitgebracht hätten, das trauen wir uns nicht, ja. Das ist weiß. Aber das lassen wir mal sein. Stattdessen haben wir was mitgebracht, was das Gefährlichste von allem ist. Ihr kriegt alle eine Flasche Wein und keine Blumen. Ist auch schön. Obwohl wir ja gerade gehört haben, dass Alkohol so viel schädlicher ist. Sei es drum, ist jetzt hier ausdiskutiert.
Solange der Rainer irgendwie seine oder unsere Präsenz holt, darf ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ja, ich verzichte jetzt auf den Werbeblock morgen 20.15 Uhr mit Herrn Thomasius. wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schönen Dank.